So, hallo, herzlich willkommen beim Hero Camping Center. Hier unser nächstes Video. Ein Weinsberg Karre Kompakt Pepper 600 mf. Super Fahrzeug, alles dran, alles drin. Das Ding hat nur vier Extras und das erzähle ich euch dann. Alles andere ist Serie. Also die Extras können wir auch gleich machen. Wir haben Extras, Nebelscheinwerfer, zusätzlicher Funkschlüssel, Einstiegsstufe elektrisch und den Gasflaschenauszug. Alles andere, was wir jetzt hier sehen, ist alles serienmäßig. Ja? Wir fangen an. Alu Felgen, Serie. Lackierte Stoßfänger. So, dann geht es weiter. 16 Zoll Bereifung auch dabei. Machen wir auf hier. Dann Frontscheibenverdunklung komplett hier drin. Alle Serie. Vordere auch. Head-Up-Display. Navigationssystem. Lederlenkrad. Alles Serie. So, was haben wir noch? AdBlue ist klar. Normaler Tank drin. Dann haben wir unsere Multifunktionsbox hier. Beheizter Abwassertank, Serie. Von unten hier über die Klappe das Kabel rein einstecken, Wasserfilter dabei, auch die Tankreinigung, auch dementsprechend hier von außen zu befüllen, alles. Die ganzen Ablassventile innen. Heizung Kombi drin mit iNetbox, alles Serie. Hier jetzt die erste Option, Gasflaschenauszug. Macht halt Sinn, weil die Gasflaschen hintereinander stehen. Weil wir nämlich sonst die Flaschen hintereinander reinfummeln müssen und somit ist das schon mal weg. Eine Mono- oder Duo-Kontrolle hat er nicht, aber die können wir relativ einfach nachrüsten. Sogar der Schlauch passt schon dafür. Dann darf auch während der Fahrt die Flasche offen bleiben. So, natürlich kann man auch Duo ein nachrüsten, nicht nur Mono. Geht's weiter? Ja, da gibt es keine Türe hier hinten, weil es ein MF ist. Das ist französisch Bett. Dann deswegen hat der seitlich hier das Bad. Und hier ist dann die große Banktoilette drin. Da ist hinten der Schieber offen, deswegen geht es jetzt nicht raus. Okay, genau. So, Hinteransicht, Rückfahrkamera auch dabei. Und jetzt hier diese Garagentüre. Schöner großer Stauraum, aber halt nicht geeignet für Fahrräder. Also Fahrräder müsste man halt dann separat mit einer Anhängerkupplung, Fahrradträger ans Heck oder was man sich halt so überlegt. Markise ist noch mit dabei, die Kurbel ist hier unten zu sehen. Genau, aber der Stauraum lässt sich wirklich sehen. Ich kann da so ganz drunter laden. Habe hier nochmal richtig viel Platz drin. Das ist schon ein toller Grundriss. Vor allen Dingen ist er innen auch vom Raum her sehr offen. Okay. Gut, dann Trittstufe und die normale Türe. Kann man jetzt noch bestellen mit Fenster? Ja. Kann man bestellen mit Rahmenscheiben? Ja, haben wir nicht. Normale Standard. Wir wollen ja auch nicht, dass der Preis dann zu hoch wird. Genau. Ja, wir treffen uns gleich wieder innen, dann zeige ich Ihnen dann noch innen. Hallo, herzlich willkommen im Karre Kompakt Pepper 600 mf. Schöner großer Tisch mit ausreichend großzügiger Sitzgruppe. Hier unsere vorne unsere Stühle mit Armlehnen zweimal. Das normale Cockpit, wie wir schon kennen vom Fiat. Da oben haben wir ein schönes Dachfenster noch drinnen, großes. Kann man abdunkeln, haben wir jetzt extra gemacht wegen der Sonne. Es blendet saumäßig, deswegen lassen wir das jetzt mal zu. Ist aber auch Fliegenschutz noch drin. Dann haben wir trotzdem noch einmal ein Midi-Heki hier drin. Fernseher ist an Bord, automatische Sattanlage, Oyster, Premium-Anlage. Das heißt, da sieht man oben die Box. Ich kann also alles über den Fernseher steuern. 60er Schüssel drauf, alles im Preis mit dabei, ohne extra Aufpreis. Ja, dann haben wir unsere Küche. Hier oben unsere Schränke. Unten der Dreiflammenkocher. Piezo ist auch dabei. Da fehlt nichts. Verdunklung klar, Doppelrollo. Einmal Fliege, einmal Verdunklung. Auch bei diesem Fahrzeug die erweiterbare Küche. Ja?
Zack, bleib oben. Genau. Klappt mal wieder ein. Unser neues Bedienteil von Truma ist mit drin. Haben wir jetzt hier gerade mal mit Entsperren und dann kann man hier die Ressourcen anschauen. Da geht drauf. Sieht man jetzt Batterie und Wasser müssen wir jetzt nachfüllen. Abwasser ist leer. Gehen wir zurück aufs Haus. Dann kann man noch hier die Heizung einschalten, da das Wasser einschalten. Da kann man noch die Wasserpumpe einschalten. Zack, läuft los. Okay, zurück. Meldungen, hat er Meldungen? Ja, keine Meldungen, ne? Genau, gut. Dann kann ich hier ausschalten und was zum Beispiel auch gut ist, ich kann das Fahrzeug jetzt komplett abschalten oder ich gehe nur im Standby. Gehe ich im Standby, kann ich meine Trittstufe und so weiter noch bewegen. Zack, funktioniert. Ja. Gehe ich komplett aufs Total abschalten. Ausschalten, total ausschalten, also hier, dann geht gar nichts mehr. Dann ist alles praktisch lahmgelegt. Das ist so, wenn ich das Fahrzeug mal 6 Wochen nicht brauche oder irgendwas, dann schalte ich ihn total runter und kein Standby-Strom läuft mehr. Ja. Okay, gehen wir zurück. Genau, das war das. Dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier unsere Lichtschalter noch dran. Mal einen Blick nach hinten. Sehr offener Grundriss, wie schon gesagt. Mega Kleiderschrank hier oben. Kann man gerade mal gucken. Türe auf. Da ist ordentlich Platz. Und dann nebendran gerade nochmal. So, das ist halt schon erstaunlich. Das liegt aber am Grundriss. Ja. Wir haben ja diesen Kompakt, das heißt, wir haben nur 2,20 Meter Breite, also ein schmaleres Fahrzeug wie sonst üblich. Wir sind ja alle 2,30 im Normalfall. Gehen wir einen Schritt weiter hier. Waschbecken außen liegend. Dann haben wir da unseren Spiegelschrank noch mit drin. Da geht es schon wieder weiter. Auch hier unten wieder Stauräume. Dementsprechend viele. Ja. So. Und ich kann hier trotzdem meine Dusche separatisieren. Das heißt, ich habe hier eine richtige breite Toilette, die ausreichend Beinfreiheit hat, auch für große Personen. Und wenn ich meinen Bad zumache, kann ich hier meine Türe schließen. Und innen kann ich hinten diese, aufpassen hier oben da, losmachen. Kann ich hier hinten dementsprechend mein, ne, zack, komm rein. Okay, das ist jetzt praktisch so der Absperrbereich. Damit ich jetzt meine Toilette eben nicht vollsau, habe ich eine komplette Duschkabine, wenn ich jetzt hier auch wieder zumache. Das ist halt das Schöne, dass das trotzdem funktioniert. So, ja, was haben wir noch? Ein Bett, klar, Bett gehört dazu. Bett jetzt hier leicht begehbar, also besteigbar oder wie auch immer, weil ich eben nicht irgendwie Treppen rauf muss oder sowas, sondern kann direkt hier so auch ins Bett. Hab dann nebendran serienmäßig ein Fenster und oben auch nochmal ein Dachfenster. Unter diesem Bett haben wir dann dementsprechend Stauraum. Ja, also schon ordentlich. Und jetzt gibt es die Leute, die sagen, ja toll, der ist ja abgeschrägt vorne, da falle ich heraus. Kein Problem. Gerade. Aber dann hier dementsprechend wenig Durchgang. Also das muss man sich halt überlegen, brauche ich es nicht. Aber wenn ich es brauche, ist es da. Ja? So, wieder weg. Im Tagesbereich brauche ich es sicher nicht, dann bleibe ich nämlich auch nicht dran hängen. So. Kühlschrank, rechte Seite, großer Kühlschrank, schmale Bauart, automatische Umschaltung drin, alles was man braucht. Ist hier Fach separat oben. Jo, unten nochmal ein Fach drin. Das war's dann. Ja, der Pepper, ein tolles Fahrzeug. Wir gehen mal raus, schauen auf den Preis. Mal gucken, ob es auch toll ist. Also, was haben wir hier? Optionen habe ich schon erwähnt. Nebelscheinwerfer, zweiter Funkschlüssel, Einstiegsstufe elektrisch und der Gasflaschenauszug. Sonst alles andere Serie. Kostet jetzt bei uns hier, so wie er da steht, 63.490 Euro. Ist sofort verfügbar. Ich sage schon mal gleich, dieser wird keiner mehr kommen wahrscheinlich. Es ist extrem rar alles. Wer da Interesse hat, einfach melden, Angebot anfordern, Fahrzeug anschauen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und Abo abonnieren. Danke. Ciao.